So, willkommen zu Teil 2 von unserem Fahrtechnik-Video. Grundposition, enge Kufen, Hinterrad versetzen und zum Schluss am Vorderrad die Kufe durchfahren. Das sollte irgendwie funktionieren mit unseren Tutorials. Die werden relativ kompakt sein oder sind, aber ich hoffe lehrreich. Das letzte Mal haben wir eine Grundposition gemacht und das Bike ein bisschen vorgestellt. Ich hoffe, ihr habt das Cockpit ein bisschen modifizieren können. Wir gehen jetzt noch ein bisschen durch das Ganze. Zur Grundposition, ich habe ja gesagt, Ellbogen draußen, genau. Wenn euch das komisch vorkommt, die Ellbogen so weit draußen, dann ist es richtig. Fehler, die was sie einschleichen werden, irgendwann mit den Ellbogen ist falsch zusammen, besonders bei längeren Drehs, immer aktiv draußen bleiben. So kann man arbeiten, wirklich arbeiten. Wenn die Ellbogen da drin sind, jetzt habt ihr keine Bewegungsfreiheit, auch mit dem Kufen fahren, ist jetzt fertig. Ellbogen draußen, man kann einlenken, ein bisschen anschauen. Was nur eine Fehlerquelle sein könnte, ist, wenn ihr auf dem Pedal steht, dass ihr nicht waagerecht steht. Passt ruhig auf oder schaut oder achtet darauf, dass der Fuß waagerecht ist. Zieht es nicht zu fest an oder lasst euch nicht runterhängen. Das ist auch immer gerne ein Fehler. Jetzt werden von euch ein paar, und das ist ganz normal am Anfang, ein bisschen Probleme bekommen hinten bei den Beinen. Probiert einfach einmal ein bisschen so durchstrecken. Weil oft ist man hinten ein bisschen verkürzt. Und durch diese Grundposition am Bike, was man hat, wenn man dann ist, kriegt man hinten oft ein bisschen eine Spannung. Also am Anfang auch ganz normal. Also das ist jetzt keine Fehlstellung, oder, sondern einfach irgendwie ungewohnt, wenn man oft relativ so gefahren ist mit dem Bike. Das heißt angewinkelt, war fahren immer nur so, sieht man immer wieder gerade in die Bikeparks. Wenn man dann die Beine lang macht und die Ellbogen, man wird hinten relativ überstreckt. Also nur so zur Info. Jetzt die Übung Stoppi. Ich zeige euch jetzt einmal einen Stoppi vor. Mit dem Gewicht nach hinten, wie es nicht sein sollte. Und dann zeige ich euch einen Stoppi vor, wenn wir das Gewicht mit der gleichen Geschwindigkeit nach vorne legen. Wir haben sogar einen relativ losen Untergrund, Schotter, wie gleich das Bike hinten in die Luft gehen wird. Also, jetzt kommen wir mal um. Das ist quasi falsch, oder? Und jetzt probiert es einen Stoppi. Es ist fast gut möglich, weil ich das Vorderrad wegrutscht. Und die Problematik habt ihr dann bei der Spitzkehre auch. Jetzt fahre ich ungefähr gleiche Geschwindigkeit und habe das Gewicht vorne, ich werde es gleich sehen, wenn ich die Vorderbremse ziehe, also bremst auf 100% vorne sind jetzt, wie gleich das Rad aufgehen wird. Und jetzt ziehe ich an. Hoppala. Und auf einmal ist das Radl in der Luft. Und dann auf einmal kann ich, nachdem meine Ellbogen sind, mich ruhig einmal lang machen und dagegen arbeiten und probieren, weil ich die Möglichkeit habe. Weil durch das Ganze ist es drin. Auch die Beine kann ich in der Luft anziehen und arbeiten. Und das ist quasi eure Übung. Sucht euch da eine Neigung mit der mittleren Gefälle, nicht zu steil. Vielleicht Wiese oder so am Anfang oder Asphalt, da ist es ja. Ja, Wiese ist schon mega. Wiese ist sicher besser. Und probiert es einfach einmal. Aber probiert es jetzt nicht so das Rad anreißen, sondern einfach einmal Vorderrad in der Grundposition ziehen. Wann kommt das? Wann ist der Punkt da? Und da müsst ihr es sicher fühlen. Die Sache ist das, ihr müsst irgendwann den Punkt erreichen. Und wenn ihr jeden Tag 4 Stunden übt, habt ihr eine Woche drinnen. Rauf mit dem Rad. Und irgendwann gibt es dann einen Punkt, wo ich drin bleibe in einer Wippe. Und wenn ihr den habt, ist es perfekt. Ja, that's it einmal, oder? Ja, gibt es irgendwelche Tricks, dass man nicht vorne überfällt? Genau, Bremse auf. Also sobald man merkt, dass es zu viel ist, mache ich die Bremse auf. Sobald das zu viel werden würde, ciao. Sobald das zu viel werden würde, einfach die Bremse aufmachen. Und das kann ich euch auch zeigen. Und dann saust das Vorderrad weg. Ja, gerade im Gegenteil, wenn man andere Übungen oft macht, wo man sagen muss, man muss dann bremsen. Zum Beispiel steil bergab fahren geht ja ohne Bremse relativ schlecht. Und ich fahre jetzt hin und ziehe die Vorderbremse. Der Martin kann den Stoppi normal ja wirklich ewig halten, aber hier seht ihr, er geht hoch und dann macht er den Finger auf, also bremst nicht mehr, da sieht man, wie er weggeht und schon ist er wieder unten. Ja, ausnahmsweise so. Also wirklich Finger weg und es geht. Wenn es nicht gehen würde, ja, dann ist die Wiese sicher ein guter Aspekt.
Aber das heißt, du bist in deiner Grundstellung, du ziehst die Vorderradbremse, dadurch geht der Druck aufs Vorderrad und automatisch entlastet sich von hinten das Fahrrad. Genau. Und wenn es zu viel wird, dann lässt du die Bremse los. Genau. Und nachdem ich so relativ kompakt schon am Rad vorne bin, wenn ich das Gefühl habe, es fällt übers Rad drüber, dann seid ihr eigentlich in der richtigen Grundposition. Schaut euch, wenn ihr Vortechnik machen wollt, schaut euch kein Enduro-Fahrer an, schaut euch immer Cross-Country-Fahrer an. Das sind die besten Vortechniker. Es ist abnormal, was diese Typen leisten. Cross-Country ist Königsklasse und Marathon. Die Profi heute, die was wirklich gut fahren. Das ist irre, was die leisten mit 80 mm Federweg. Die müssen alles aus dem Armer machen. Haben die Beine extrem lang, dass sie sich entlasten können. Es ist, brennt das ab. Und die haben so einen Druck auf ihre Vorderräder. Und die machen das gleich. Da sieht man oft, die fahren irgendwo runter, so schon. Und machen dann vorne einfach aus und rauschen runter. Und wie die Petra gesagt hat, der Druck ist vorn. Ich ziehe an, das Rad kommt hoch. Dann kann ich mich natürlich einmal kurz dagegen strecken. Dann kriege ich die Balance. Und dann bremse ich auf und dann geht der Bock runter. Ja, perfekt. Das war jetzt die zweite Staffel von unserer vierer Staffel, vierer Episode, Longtime Movie. Probiert es einfach und es wird sicher, mit der richtigen Grundposition ist das Doppi eigentlich ein Klacks. Das sollte funktionieren wie auf eine 1 und dann kommt schon Teil 3. That's it. Tschüss. Ciao.